Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Mir ist was aufgefallen, und zwar seht ihr da, bis zum nächsten Rang, null. Null. Und im Katschakturm kriege ich auch keinen Rangaufstieg mehr, heißt so viel wie der Teamrang Großmeister ist das höchste, was man haben kann. Ja, und heute würde ich gerne mal was machen, und zwar etwas, das ich schon lange wollte, und zwar bei Mauzi. Was, ich sollte öfters mal aus meinem Wildpalast rauskommen, und was? Oh, wir sind jetzt mit Mauzi verbunden, obwohl ich bei ihm noch gar nie was gemacht habe. Okay, cool. Ja, ich möchte jetzt mal sehen, was man hier so alles tun kann. Oh, shit, da sind noch mehr Dungeons aufgetaucht. 99 Ebenen. Items mitnehmen verboten. Start auf Level 5, ja, ist klar. Nee, das möchte ich nicht machen. Na, mir Katzablanca. 25 Ebenen. Schwer. Naja, das geht. Aber Items mitnehmen verboten und Level 5. Nee, dazu möchte ich euch gleich noch was sagen. Weil ich kenne das ja aus älteren Spielen dieser Reihe. Die haben hier 20 Ebenen, in Anführungszeichen nur schwer. Auch keine Items, auch Start auf Level 5. Ah. Komm schon, ich möchte mal so ein Ding machen. Hatten wir das glorreiche Sedimanto gerade? Ja, hatten wir. Sorry, ich passe zu wenig auf. Nein und nein. Täglich grüßt das Traumvogel. 15 Ebenen. Selben Bedingungen. Ah. Okay, Mautier-Tags. Was haben wir hier? 10 Ebenen. Okay, das sollte gehen. Keine Items mitnehmen. Level 5. Ich kann alle Items mitnehmen, wenn ich das Ganze schaffe. Willst du als Film festhalten? Ja, mach mal. Ja, aufbrechen. Ich kann keine Items mitnehmen, super. Was für ein Pokémon nehme ich denn mit? Ich versuche Brutalander. Ja, komm. Machen wir. Und los geht's. Sollen in die Lagertruhe geschickt werden. Geld und Items. Ja, mach mal. Ja, das Problem bei solch großen Dungeons, wo man keine Items mitnehmen kann. Man hat teilweise... Was, Aufnahme läuft? Ja, das nervt mich jetzt aber, diese Anzeige. Ne, teilweise hat man das Problem, dass man sich gut anstellt, aber keine Äpfel zum Beispiel findet. Und dann verhungert man und hat keine Chance, den Dungeon auch nur halbwegs hinzukriegen. Versteht ihr? Warum sind jetzt hier so viele Gegner? Moment, was kann ich denn eigentlich? Ah, ich kann wieder meinen Blütenwirbel. Das ist sehr gut. Da treffe ich alle Gegner damit im Raum. Wow, gleich 3 Viecher gekillt. Ein Pi. Die kriege ich auch klein. Ey, hör auf damit. Ja, was wollte ich sagen? Ja, wenn man keine Äpfel oder Elixiere oder so findet, dann hat man keine Chance, so einen großen Dungeon zu schaffen. Es ist einfach unmöglich. Und das Problem hatte ich mal bei einem anderen Spiel dieser Reihe. Ja, und das macht dann echt keinen Spaß, wenn es wirklich nur eine Menge Glück braucht, um das Ganze hinzukriegen. Das nervt dann. Aber ich glaube... glücklicherweise nicht, dass diese Dungeons hier bei Mauzi zu den 100% gehören, weil wir haben ja gesehen, beim Wasserkontinent habe ich ja 100% der Ebenen, heißt ich habe, was heißt der Ebenen, der Dungeons, ich habe alle geöffnet und besucht, die es gibt, und ja, diese sind scheinbar nicht nötig, worüber ich sehr, sehr froh bin. Weil 99 Ebenen. Nö. Habe ich jetzt nicht so wirklich Lust, das mit euch durchzuziehen. Zweite Chance. Mach mir auch hier rein. Blütenwirbel. Sorry, kleines Raupi, du schläfst da nur, aber... du bist dann doch eine kleine Bedrohung. Aber der Blütenwirbel ist schon geil. Gut. Gut. Ja, wir sollten... wow, ich wollte schon sagen, warum sind die alle so schnell? Ja, wir sollten alle Items mitnehmen, die wir kriegen können. Ansonsten ist das ein wenig doof. Und wir sollten uns mit diesen Ringeln ausstatten. Klebeschutzringel. Ja, nehme ich mal. Und den anderen kriegt... den kriegt... was geben? Ja, den kriegt Shana. Brutalander, für dich finden wir bestimmt auch noch einen. U3. Ja, und wir haben hier auch keine Belebersamen bisher. Was das Ganze noch schlimmer macht. Also sprich, wenn ein Pokémon besiegt wird, dann haben wir es halt verloren für... den Rest dieses Dungeons. Und das ist schon übel. Ah, und weiter. Ja, und einfach nur so zu den Treppen hin rushen ist auch nicht so die Lösung, weil wir sollten ja auch ein bisschen leveln, damit wir überhaupt eine Chance haben. Versteht ihr?
Mobilorb. Damit können wir übers Wasser gehen, nehme ich an. Okay, gut, den Apfel nehmen wir auch mit. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich mal ein Elixier finden würde oder so. Ja, Apfel mitgenommen, gut. Ja, Elixiere sind halt hier auch extrem wichtig. Wenn ich nicht mehr angreifen kann, dann kann ich es vergessen. Hier setze ich gezielt den Blütenwirbel ein, weil zwei Gegner da sind. Oh, Level Up für mich. Oh, das kann ich gebrauchen. Sehr gut. Und Shana erledigt das, genau. Und hat auch gleich ein Level Up. Und was zum... Rauchwolke könnte sie erlernen. Sie könnte Gyroball, Glut... Nee, brauchen wir nicht. Okay. Was kann denn zum Beispiel Brutalander? Raserei, Donnerzahn bis Silberblick. Naja, es geht. Wie gesagt, Shana kann Tackle, Glut, Eruption und Gyroball. Und ich kann Rasierblatt, Blütenwirbel, Tackle und Heuler. Effektivschlag. Das geben wir... nicht verwenden. Aufstecken bei Shana. Hier nämlich. So, dann ist ihr Ringel schon mal voll. Und wir gehen weiter nach Ebene 6. Bisher haben wir... Bisher haben wir nicht so das Problem. Eigentlich. Weil es kamen auch noch nicht viele Pokémon uns entgegen. Konfusionsschutz nehme mal ich. Scheiß Pinsel hier, geh weg. Shit, nicht getroffen. Brutalander, mach du das. Nein! Ich habe immer Angst. Aber wie gesagt, sobald ein Vieh besiegt ist, dann... Scheiße. Ja, dann scheiße, weil dann ist es verloren. Scheiße. Brutalander, sei vorsichtig. Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Brutalander ist bestimmt gleich besiegt. Los, macht was! Nein! Seht ihr das? Brutalander ist besiegt. Ich konnte nichts dagegen tun. Gar nichts. Jetzt geh doch mal weg! Hallo? Hallo? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, bitte? Ich habe gegen solche großen Viecher nicht die geringste Chance. Nein, jetzt... Wuchtzweig, geh weg. Was, das bringt nichts. Warum hat das nichts gebracht? Ja, scheiße nochmal. Scheiße, wie soll ich das jetzt machen? Ganz im Ernst. Ihr seht, wie stark diese Viecher sind. Ich habe nicht die geringste Chance. Jetzt muss ich wirklich nach den Treppen Ausschau halten und gezielt verschwinden. Ansonsten klappt das niemals. Ne, ihr seht die Schwierigkeit. Das, bei so starken Pokémon ist das für mich kaum möglich, hier durchzukommen. Fehlschlagdingens, nee, brauche ich nicht. Wobei, ich könnte es verwenden. Initiative wurde erhöht. Naja, besser als gar nichts. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, alles nutzen, was ich nutzen kann. Mobilorb wäre interessant. Scannerorb zeigt Fundort alle Items an. Ja, mal sehen. Oh, ich muss jetzt sowas von vorsichtig hier weitergehen. Jedes Pokémon, das ich treffe, könnte mich töten. Besonders wenn es wieder so ein starkes Magneien ist. Ihr seht, man kann hier kaum was tun, dass es leichter ist. Ich konnte jetzt nicht wirklich was tun gegen dieses Magneien, versteht ihr? Das ist so die Schwierigkeit hier. Nein! Was? Ist der Ringel von Shana jetzt weg? Ah, da ist er wieder. Gut. Ja, es ist echt, echt schlimm hier. Echt schlimm hier. Treppe. Oh, bitte, oh, bitte, oh, bitte. Nein! Ja, super. Toll. Toll, toll, toll. Keine APs mehr für Tackle. Super. Bitte keine starken Pokémon mehr. Bitte nicht. Und die Treppe. Scheiße. Nein, 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 nein. Ja, natürlich, natürlich. Habt ihr das gesehen? Die machen mir viel zu viel Schaden. Ich habe keine Chance. Die Attacke war nicht mal effektiv, versteht ihr? Trotzdem hat mir die Attacke beinahe 100% Schaden gemacht. Oh, nee, das gibt's nicht. Was haben wir da? Oh, nein! Elixier, das brauche ich. Und weiter. Oh, komm, noch zwei Ebenen. Verdammt, das sind Magneien.
Scheiße, 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 Scheiße. Moment, ich hab's. Mobilorb. Verwenden. Das Pokémon kann sich über heißen Boden, Wasserflächen, durch Wände oder sogar den Luftraum bewegen. Was? Aber der mag mir schneller leer. Okay, das ist gut. Aber ich kann... Oh mein Gott, seht euch das an. Wow, der Magen geht aber extrem schnell zu Ende. Scheiße, 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 Scheiße. Großer Apfel. Aber so kann ich immerhin entkommen. Wow, ist das ultra cool, der Mobilorb. Ich wusste nicht, dass man durch Wände gehen kann. Dass man übers Wasser gehen kann und so, das war mir bewusst, aber... Wow. Das war jetzt sehr gut. Jetzt muss ich nur noch hier die Treppe finden und nicht auf ein starkes Pokémon treffen. Ich habe auch keinen Plosivsamen mehr, den ich einsetzen könnte gegen starkes Vieh. Gar nichts. Ja, ich gehe jetzt ganz, ganz, ganz langsam voran, wollte ich sagen. Fuck! Oh, hat gereicht. Gut. Ganz langsam. Schritt für Schritt. Was ist das für ein langer Gang? Shit, da vorne kommt was. Oder? Nee, das schläft. Das soll auch weiterhin schlafen, bitte. Scheiße. Glut. Und Eruption. Oh, Eruption ist so unglaublich stark und wichtig hier. Oh Gott, das ist die letzte Ebene. Ich bin hier so... so am Zittern. Manu, warum sind hier keine Räume? Ich meine... Hier, bitte. Nein! Schutz plus. Ja, einsetzen halt. Verwenden. Verteidigungswert wurde erhöht. Ja, besser als gar nichts. Oh, komm schon, Spiel. Gib mir die Treppe. Nein, da unten. Oh, nein. Schläft das Pokémon da noch? Ja, das schläft noch. Shit! Das habe ich jetzt gar nicht gesehen hier. Oh Gott, zum Glück ist es kaputt. Das lassen wir schön da liegen. Oh komm, es ist doch nur noch die letzte Treppe, die ich finden muss. Dann hier hoch. Ne, noch nicht hier hoch. Erst weiter. Oh, natürlich kommt jetzt noch ein Pinsir, natürlich. Komm schon, bitte stirb. Oh Gott. Unbeweglichkeit. Verwenden. KP-Wert wurde gest... Ah, oh, shit, hinter mir kommen zwei Pokémon. Shit, jetzt vor mir. Fuck! Oh Gott, zum Glück ist es kaputt. Bitte Treppe! Nein! Nein, bitte Treppe! Nein, immer noch nicht! Wo könnte sie noch sein? Da ist sie. Oh, 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 oh. Haben wir es geschafft? Bitte? Oh. Boah, das war jetzt echt viel, viel schwerer als irgendwie in 20-Ebenen-Dungeon. Ach du Scheiße. Ja, was jetzt? Du hast eine Belohnung erhalten. Top-Elixier. Wow, Supermauzi. Ja, nicht zu viel. Okay. Willkommen zurück. Das war ein super Dreh. Wirklich tolle Aufnahmen. Musst du dir anschauen. Ja, dann zeig mal einen Film. Wie sieht das jetzt aus? Was habe ich da jetzt gemacht? Ja, zeig mal. 10 Minuten 48. Ja, wir schauen mal kurz da rein. Ob das wirklich jetzt nur die 1:1 dieselbe Aufnahme ist oder ob... Ich weiß nicht. Ich kann mir da echt einfach nur alles ansehen. Das ist jetzt echt nicht so wirklich spannend, oder? Ich meine... Warum ist das gut? Was hat man sich da als Entwickler gedacht, warum man das macht? Ich verstehe es nicht. Wow, man sieht sogar, wenn ich gerannt bin. Das ist cool. Warte einen Augenblick. Ja, ich mach mal zur zweiten Ebene. Zur dritten Ebene. Komm schon. Ja, nee, ich verstehe nicht ganz, für was das gut ist. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal gemacht und mal gesehen. Aber ich würde sagen, das reicht. Hier könnt ihr noch zu einer bestimmten Ebene gehen. Gehen wir mal zur Ebene 8. Ja, es ist eine nette Idee, aber ich sehe nicht ganz ein, warum man das so machen kann.
Auf jeden Fall, wir haben es mal gemacht und auch das können wir jetzt abschließen. Wow, und das war knapp, dass ich hier nicht gleich Shana verloren habe. Das war echt schlimm. Aber ich würde sagen, wie gesagt, das reicht. Vorstellung beenden. Ich drück doch B! Vorführung beenden. Ich drück doch B. Ah, jetzt. Ja, aber ich glaube, das brauche ich nicht auf meiner Speicherkarte. Ich würde sagen, das kann weg. Ja, ja, war ein klasse Film. Ich glaube nicht. Nein, keinen Film mehr ansehen. Was möchtest du? Wie kann ich den Film löschen? Bestimmt hier nicht. Filme tauschen? Ja, klasse. So ein Quatsch, was soll ich damit? Kann ich den jetzt nicht löschen irgendwie? Doch, löschen. Hier mit gelöscht, ja, brauche ich nämlich nicht. Ein gelöschter Film kann nicht wiederhergestellt werden. Ja, mach jetzt weg. Brauchen wir nicht den Quatsch. So, danke Mauzi, hat ein kleines bisschen Spaß gemacht, aber mehr als nicht. Na gut, mein Beutel ist jetzt leer. Ja, klasse. Ich werde den bis zum nächsten Mal wieder auffüllen und dann werde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.